Es geschieht so viel in diesem Abschnitt aus dem Buch Exodus. Die Geburt, das ganze Heranreifen bis zum Erwachsenenalter des Mose. Dieses schlimme Gebot, von dem wir gestern hörten, dass die Jungen der Hebräer in den Nil zu werfen sind, also umzubringen sind. Dann die wunderbare Rettung hier durch die Tochter des Pharao bis hin zu einem Mord und der Flucht. In diesen ganzen 15 Versen ist nirgendwo von Gott die Rede. Er taucht überhaupt nicht auf. Das ist merkwürdig. Oder vielleicht ist es auch nicht merkwürdig, denn wir sind eigentlich vertraut damit. Denn auch bei unserem Auf und Ab taucht Gott oft nicht auf. Wir beklagen das ja oft. Wo er denn sei, warum er sich nicht bemerkbar macht, warum er nicht eingreift. Es ist wie hier. Aber es gilt das Gleiche für unser Leben, was hier in diesen Gegebenheiten gilt, von dem das Buch Exodus erzählt. Wenig später, als Gott sich dem Mose offenbart, sagt er: Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und bin herabgestiegen. Das gilt durch alle Zeit. Egal, womit wir konfrontiert sind, mit welcher Not, egal, was wir selber verbrechen, so wie Mose in einem Moment von Zorn und Unbedachtheit. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Das ist das zentrale Wort, das die ganze Befreiungsgeschichte Israels, auf die sich dann Christus berufen wird, in den letzten Tagen seines Lebens und die er neu in Gang setzt, das, was wir mit dem großen Wort Erlösung bezeichnen, auf die er sich bezieht. Das soll die Kraft unseres Lebens sein. Aber es ist vielleicht gut, wenn wir uns dieses Wort oft in Erinnerung rufen, gerade dann, wenn wir meinen, Gott sei nicht da, er verberge sich, er lasse sich nicht sehen, er spiele keine Rolle. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen.